Montagen zum Fiedern. Welche machen sich am besten? Worauf kommt es an? Friedfisch-Experte Robin Illner montiert seine Futterkörbe so. Also prinzipiell gibt es verschiedene Fiedermontagen. Ich möchte euch gerade zwei vorstellen. Die eine ist besonders geeignet für das Angeln mit geflochtenen Schnüren. Da verwende ich ein Fiedergamm. Fiedergamm ist besonders dehnbares Material aus Gummi. Verwende ich deswegen, weil die geflochtene Schnur im Prinzip keine Dehnung hat und ich so bei extrem weiten Würfen ein bisschen Pufferkapazität habe. Und zum Zweiten auch beim Fischen, wenn ich mal einen großen Brassen beispielsweise bekomme und der stark mit dem Kopf schlägt, ich so auch ein bisschen Puffer habe und der Fisch nicht so weit ausschlägt. Aber eigentlich benutzt man dieses Fiedergamm halt als Pufferung für die weiten Würfe. So, wie das Ganze jetzt funktioniert, zeige ich euch kurz. Ich nehme mir halt so ein Stück Fiedergamm hier runter. Da brauche ich gar nicht mal ganz so viel. In aller Regel reichen da 20 bis 40 cm. Die schneide ich mir einfach ab. Ich wieder oben rein, dann bin ich schon fertig damit. Und dann mache ich mir in das Fiedergamm hier oben einen Knoten rein. Ich lege das übereinander und wickel das einfach einmal, zweimal, dreimal, viermal in die Schlaufe hinein und ziehe die Schlaufe dann zusammen. Dadurch kriege ich hier oben schön ausgeprägten Knubbel. Und vor diesem Knubbel kann ich gleich meine geflochtene Schnur knoten. Das überstehende Ende schneiden wir einfach ab. So, jetzt habe ich meine geflochtene Schnur schon gerade vorbereitet. Ich habe mir jetzt hier oben einfach eine Schlaufe hineingeknotet. Auch hier das überstehende Ende abschneiden. Und dann nehme ich diese Schlaufe und ziehe mir meine Hauptschnur einmal hier durch. Dann bekomme ich eine neue Schlaufe. In diese neue Schlaufe lege ich dann mein Fiedergamm ein. Wickel das wieder einmal, zweimal, dreimal, viermal herum und ziehe das Ganze dann vorsichtig zusammen. So. Dann bildet sich hier, das sieht man jetzt hoffentlich auch, bilden sich mehrere Schlaufen, die sich hintereinander legen. Wenn ich die jetzt zusammenschiebe, ist ein bisschen fummelig. Das geht ganz gut eigentlich. So, jetzt ein bisschen. So, dann sitzt meine geflochtene Schnur jetzt genau auf meinem Fiedergamm. Ich habe jetzt diese Schlaufe hier extrem groß. Das habe ich deswegen gemacht, um euch das zu zeigen, damit man das gut sieht. Wenn man das normal knüpft, macht man die natürlich deutlich kleiner, ungefähr ein Drittel so groß. Jetzt habe ich mein Fiedergamm, also mit meiner geflochtenen Schnur verbunden und habe hier schon, ihr seht das, wenn ich das einfach mal so auseinanderziehe, eine extreme Pufferung drin. Also ich kann das auf die dreifache Länge strecken. Und der Rest ist schon ganz simpel eigentlich. Als nächstes nehme ich mir einen Wirbel, nicht zu klein, und den schiebe ich einfach auf das Fiedergamm drauf. Man könnte jetzt denken, dass das Gummi den Wirbel bremst. Unter Wasser, das Gummi jedoch dann befeuchtet und der Wirbel rutscht wirklich wunderbar hier drüber. Im nächsten Schritt, dann muss ich einmal meine Kiste reingreifen. Nehme ich mir jetzt eine größere Perle, die ich gleich auf das Fiedergamm drauf stecke. Und die ist eigentlich nur dafür da, damit ich beim Wurf hinterher meinen Knoten schützen kann. So, die kommt wieder weg. Die Perle habe ich hier in der Hand. Ihr seht, das ist nichts Besonderes, einfach eine normale schwarze Perle, die einen genügend großen Durchmesser hat. Und die schiebe ich jetzt auf mein Fiedergamm drauf. Im nächsten Schritt nehme ich mir einen kleinen Wirbel und den knüpfe ich unten an das Fiedergamm. Da braucht man keine Angst haben, dass das Fiedergamm reißen könnte. Das hält wunderbar. Und auch hier gilt wieder 4 Umdrehungen. 1, 2, 3 und die vierte. Einmal unten durch. Zusammenziehen. Aber so zusammenziehen, dass die einzelnen Schlaufen hintereinander liegen und nicht übereinander. Jetzt kommt meine Perle. Ihr seht, die sitzt wunderbar auf dem Knoten drauf. Zack. Dann wieder die Schere, überstehendes Ende abschneiden. Und dann brauche ich eigentlich nur noch meinen Futterkorb nehmen.
Und den hänge ich jetzt in meinen Wirbel hier ein. So, zumachen. Wenn der jetzt hier hängt, der Futterkorb, und der ist befüllt, ist er noch wesentlich schwerer. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen ruppel, seht ihr, schön der wippt. Jetzt kann ich den mal voll machen. Ich halte ihn mal einfach auf der Höhe, mach den mal voll. Jetzt hat er ungefähr mit dem Bleigewicht ein Gewicht zusammen von 70 Gramm. Und ihr seht, dass das Fiedergame jetzt richtig schön arbeitet und beim Wurf dann die Kraft des Futterkorbs abfedert. Und hier die Montage nochmal im Detail. Der Wirbel am Fiedergamm mit einer vorgeschalteten Perle. Auf dem Fiedergamm läuft der Futterkorb, ebenfalls an einem Wirbel. Und die Schlaufenverbindung zur Hauptschnur. Weiter geht's. Als zweite Montage möchte ich heute nochmal eine Schlaufenmontage zeigen. Die fischt man standardmäßig mit monofilen Schnüren. Da ich heute geflochtene Schnüre auf meinen Rollen drauf habe, zeige ich das mal einfach exemplarisch mit so einer Spule. Das ist ganz einfach. Ihr zieht euch also einfach eure Schnur durch die Ringe. Habt dann die Schnur und auf die Schnur kommt ein Wirbel drauf. Den Wirbel wählen wir so, dass das Öhr auch nicht zu klein ist, sondern schön gleiten kann. Dann legen wir uns eine große Schlaufe. In diese große Schlaufe knoten wir eine kleine ein. Ziehen wir einmal durch, zweimal und dreimal. Ziehen das Ganze zusammen. Überstehende Ende schneiden wir einfach wieder ab. Zack. Das wäre jetzt in dem Fall hier meine Hauptschnur, die hier von der Rutenspitze kommen würde. Jetzt habe ich hier unten eine Schlaufe gelegt. Ein Wirbel ist eingeknotet, in diesem Wirbel hänge ich später meinen Futterkorb. Jetzt knüpfe ich in diese große Schlaufe mir noch eine kleine hinein. Und zwar ungefähr im unteren Drittel. Lege ich mir doppelt. Eins, zwei Umdrehungen, lege die kleine Schlaufe durch die entstandene große wieder durch, ziehe das Ganze zusammen. Das ist alles ein bisschen steif, weil ich jetzt sehr grobe Schnur habe. Wenn ihr normale Monofil verwendet, ist das alles ein bisschen flexibler. Jetzt habe ich hier meine Hauptschnur im Endeffekt. Habe hier unten eine Schlaufe, in der mein Wirbel drin hängt. In diesen Wirbel stecke ich dann meinen Futterkorb, mache den zu und jetzt kann dieser Futterkorb auf dieser Schlaufe gleiten, hin und her. So dass der Fisch, egal in welche Richtung er abzieht, immer den Biss auch an der Rutenspitze signalisiert. So, was mache ich nun mit dieser kleinen Schlaufe? Das ist ganz einfach. Da binde ich mir mein Vorfach dann, ungefähr 50 cm, und knüpfe mein Vorfach in diese kleine Schlaufe hinein. Das hängt dann hier runter. Und so habe ich eine relativ einfache, aber sehr effektive Fiedermontage für monofile Schnüre. Auch diese Montage nochmal im Detail. Ihr zieht einen Wirbel auf die Hauptschnur, in den der Futterkorb eingehängt wird. Aus der Hauptschnur legt ihr eine große Schlaufe. In die große Schlaufe bindet ihr eine kleine für das Vorfach. Das war's.